Nicht nur in unserer Branche, sondern auch im Handwerk, dem begleitenden Dienstleistungsgewerbe und in hohem Maße auch im Einzelhandel. Keine Rede davon, dass dieser Wettbewerbsnachteil in welcher Form auch immer, in logischer Konsequenz und dringender denn je, so schnell wie möglich auch im heimischen Erzgewerbe abgebaut werden muss. Und jetzt siege gerade, ich habe es vollgeschrieben, ich meine natürlich die Gastronomie, weil in der Hotellerie haben wir es ja. Und wenn schließlich über die Wirte und die Hoteliers, also über uns selbst geschrieben wird, dann ist zuallererst die Rede von Chaoten und Ausbeutern, Umsätzen, die wahrscheinlich eher am Finanzamt vorbeigeschleust werden, und von Sprüchen wie, wer nichts wird oder wer nichts kann und nichts wird, der wird eben wird. Keine Rede davon, dass leistungsfähige Unternehmer der Branche einen enormen und belegbaren Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes leisten. Insbesondere bodenständige, ehrbare Familienunternehmer, oft über Generationen hinweg, nicht zuletzt auch einen wertvollen Dienst für das gesellschaftliche Leben leisten. Wirte und Hoteliers, Arbeitsplätze insbesondere auch in den ländlichen Regionen schaffen, wo sich andere Branchen, wie gesagt, schon längst zurückgezogen haben. Wirte und Hoteliers ihre Betriebe eben nicht mal schnell ins Ausland verlagern können und auch nicht, liebe Politik, damit drohen. Keine Rede davon, dass es gerade die Familienunternehmer der Branche sind, die hervorragende Nachwuchskräfte ausbilden, die nicht nur in den besten Häusern und Hotels auf der ganzen Welt, sondern auch in vielen anderen Branchen heiß begehrt sind. Bevor man mir aber nun vorwerfen kann, was uns grundsätzlich vorgeworfen wird, wenn wir die Missstände aufzeigen und nichts anderes als faire Wettbewerbsbedingungen auch für unsere Branche einfordern, lassen Sie mich Beleg und nachweisbar aufzeigen, was unsere Branche in Bayern, in ganz Deutschland tatsächlich leistet. Ganz aktuell ist diesbezüglich in einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums zur Bedeutung des Tourismus für Deutschland Folgendes nachzulesen. Darf mitgeschrieben werden, beziehungsweise Sie holen es nachher im Originalskript ab, weil jetzt Zahlen kommen, die von dieser Seite, beziehungsweise auf anderen Bühnen, leider nur sehr selten zur Sprache kommen. Güter und Dienstleistungen im Gesamtwert von fast 280 Milliarden Euro haben Urlauber wie Geschäftsreisende aus dem In- und Ausland 2010 in Deutschland in Anspruch genommen. Dank dieser Umsätze finden hierzulande 2,9 Millionen Menschen, ich sage jetzt dann nur aber andere Zahlen, lassen Sie es bitte in dem Vergleich dann auch entsprechend wirken. Das sind 7% aller Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz in unserer Branche. Und jetzt genau zuhören. Im Maschinenbau sind es 976.000 Beschäftigte, in der Fahrzeugindustrie 790.000 Beschäftigte und bei den Banken gerade mal 657.000 Beschäftigte. Wie war es nochmal? Welche Gelder fließen wohin? Ach so. Klar, das ist natürlich nicht das Gleiche, habe ich vergessen. Schließlich handelt es sich bei den staatlichen Hilfen für andere Branchen um einmalige Hilfen, wohingegen bei der Mehrwertsteuerreduzierung jährlich wiederkehrende Ausgaben der Fall sein. Nun, denen, die besonders schlau und in dieser oder in ähnlicher Form abwiegeln, stelle ich eine Gegenfrage. Ich frage Sie, wie weit man bei den ganzen Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für die Finanzmärkte, von denen jeder Einzelne für etliche Jahre Mehrwertsteuerreduzierung in der gesamten Gastronomie reichen würde, überhaupt noch von Einzelmaßnahmen die Rede sein kann. Und aufgepasst, für diejenigen, der Herr Stadler, glaube ich, ist auch da unter uns vom Gastronomie-Report, für diejenigen, die immer noch nicht verstehen, warum diese Mehrwertsteuerreduzierung richtig war und ist, kommen jetzt die drei Sätze, die ein Leser des Gastronomie-Reports nachher in der Nachberichterstattung zu meiner Rede im letzten Jahr eingefordert hat. Erstens, der Verzicht auf einen möglichen Teil der Steuereinnahmen hat Investitionen ermöglicht, die in den Jahren zuvor im Betrieb nicht mehr möglich waren, weil aufgrund niedriger Mehrwertsteuersätze in fast allen europäischen Nachbarländern der Kostendruck für deutsche Hoteliers kaum Investitionen zuließ. Frau Heim war das jetzt das Stichwort, weil gerade hat es geheißen, wenn wir noch beim Mittagessen waren, wenn irgendwas platzt, dann ist das Dirndl gewesen vom Schweinebraten, aber ich gehe davon aus, es war bloß ein Luftballon. Zweitens,
Mit dem in den Betrieben verbleibenden zusätzlichen Gewinn konnte ein oft seit Jahren bestehender Investitionsstau aufgelöst werden und die Attraktivität geschaffen werden, die der Markt heute fordert. Drittens, diese Investitionen haben die Auftragsbücher des Handwerks gefüllt. Bei unseren Terminen mit den Unternehmen vor Ort haben immer Handwerker dabei, wenn die das entsprechend unter Beweis gestellt haben. Das Angebot unserer Betriebe deutlich verbessert, den Tourismus insgesamt belebt und die Zahlen beweisen es, durch gestiegene Umsätze letztendlich mehr Steuerrückflüsse generiert, als aufgrund dieses Wachstumsbeschleunigungsgesetzes erst einmal nicht abgeführt werden mussten. Auftrag erledigt, die drei Sätze geliefert. Herr Stadler, ich hoffe, Sie sind zufrieden mit mir. Und damit sollte es jetzt, ungeachtet der Tatsache, dass es ordnungspolitisch bessere Lösungen gäbe, keine Frage, eigentlich trotzdem jeder verstanden haben. Mindestens aber diejenigen, die für sich den Anspruch erheben, von Wirtschaft etwas zu verstehen und diesbezüglich politische Verantwortung in diesem Land tragen. Auf jeden Fall aber werden wir mit allen gebotenen Mitteln dafür sorgen, dass sich diejenigen, die uns anders als vor den letzten Wahlen jetzt auf einmal parteiübergreifend weismachen wollen, dass für letztlich sich selbst finanzierende faire Wettbewerbsbedingungen kein Geld da wäre, sich mit den eben geschilderten Zahlen und offensichtlichen Fakten in der nächsten Zeit auseinandersetzen werden müssen. Dafür werden wir, Sie und alle da draußen entsprechend sorgen. Und wir werden es uns nicht nehmen lassen, diejenigen gnadenlos zu entlarven, die einerseits jedem noch so bodenlosen Rettungsschirm für unverbesserliche Finanzjongleure zustimmen und sich andererseits erdreisten, die im Volumen geradezu lächerliche Reduzierung der Mehrwertsteuer dann für undichte Dächer in Schulen und Kindergärten verantwortlich zu machen. Bei allem nötigen Respekt für jeden, der als Politiker seiner Überzeugung vertritt. Wir stellen uns gerne der Diskussion mit jeder politischen Partei, hören uns gerne auch andere sachliche, belegbare Argumente an und tragen auch gerne zu einer brauchbaren Lösung bei. Im Gegenzug, denke ich aber, sollte es nur recht und billig sein, sich auch mit unseren Argumenten sachlich und seriös auseinanderzusetzen. Politische Vertreter allerdings, die nur an den Fakten vorbei argumentieren und uns dabei auch noch offenbar bewusst in Misskredit bringen wollen, haben von uns bei den kommenden Wahlen nichts, aber auch gar nichts zu erwarten. Und sollten sich darüber hinaus wirklich einmal fragen, ob schierer Populismus mittlerweile Rechtfertigung genug dafür ist, auch noch den letzten Funken politischen Anstands über Bord zu schmeißen. Aber zurück zu den weiteren Fakten, die wirtschaftliche Bedeutung unserer Branche eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Tourismus in Deutschland trägt allein durch die sogenannten direkten Effekte, wie zum Beispiel Flug- und Bahntickets oder Hotelbuchungen, mit fast 100 Milliarden Euro und damit 4,4% zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Wieder zum Vergleich, die Banken 76 Milliarden oder 3,6%, der Maschinenbau 64 Milliarden oder 3% und die Fahrzeugindustrie 54 Milliarden oder 2,6%. Bezieht man die sogenannten Vorleistungen, zu denen zum Beispiel die Dienstleistungen am Flughafen, Lieferungen von Bäckern an Gaststätten oder auch die Renovierungsarbeiten durch Handwerker in Hotels entstehen, mit ein, so ist der Tourismus sogar mit 9,7% an der Wertschöpfung und 12% an der Beschäftigung beteiligt. Meine Damen und Herren, als ich damals angefangen habe, mich ehrenamtlich in diesem Bereich zu betätigen, da war dieser Bruttowertschöpfungsanteil gerade mal bei 4,3%, damit man auch mal sieht, wie sich dieses Gewerbe in diesem Land entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Und ich frage Sie vor diesem Hintergrund wieder, wird diese Unterstützung, die wir bei unseren Anliegen erfahren, diesen Zahlen gerecht? Und ich bin noch nicht am Ende. Es geht weiter. In Bayern, dem Tourismusland Nummer 1, sind 560.000 Erwerbstätige im Tourismus beschäftigt. Zum Vergleich, bei Audi und BMW zusammen
sind es weltweit gerade mal 164.000 Menschen. 315.000 Erwerbstätige, also fast doppelt so viele wie bei Audi und BMW insgesamt, sind allein im Gastgewerbe beschäftigt. 123.000 davon in der Beherbergung und 192.000 in der Gastronomie. 12.660 Auszubildende erlernen ihren Beruf in unseren Betrieben, was wiederum fast 10% aller Ausbildungsverhältnisse Bayerns bedeutet. 42.000 Betriebe, davon 12.233 im Beherbergungsbereich und 29.200 in der reinen Gastronomie, sorgen in allen Ecken Bayerns für Arbeit, wirtschaftliche Prosperität und nicht zuletzt gesellschaftliches Leben. Das war jetzt eigentlich keine Klatschpause, ich habe einfach nur durchgehabt, tut mir leid. 31 Milliarden Euro Jahresumsatz werden im Tourismus generiert und dabei kommen über die Hälfte aller touristisch bedingten Ausgaben dem Einzelhandel bzw. nicht gastgewerblichen Dienstleistungsbereich zugute. 12 Milliarden Euro Jahresumsatz werden allein im Gastgewerbe erwirtschaftet, 40% davon im Beherbergungsbereich und 60% im Gastronomiebereich. Jetzt mögen Sie vielleicht denken, und der eine oder andere Politiker sich die Hand treiben, jetzt hat er sich selber ins Abseits geredet. Was wollen die eigentlich, wenn es denen eh schon so gut geht und sie so erfolgreich sind? Falsch gedacht, meine Damen und Herren, denn das vorhandene Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Nur zu gern würden wir es aber ausschöpfen, wenn die Politik endlich tun würde, was ihre originäre Aufgabe und Pflicht ist. Nämlich endlich auch für das deutsche Gastgewerbe auf europäischer und inländischer Ebene insgesamt für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Und ein weiteres sollte diese Zahlen auch dem letzten Zweifler klar machen. Nämlich die unumstößliche Tatsache, dass unsere Branche den hohen Ansprüchen an eine Leitökonomie, meine Vorrednerin hat es erwähnt, wirklich gerecht wird. Und definitiv mehr Anerkennung und Wertschätzung verdient, als es bislang der Fall ist. Sehen wir uns als nächstes doch einmal an, wie diese Wertschätzung, die ja durchaus immer wieder konstatiert wird, in Wirklichkeit ausdrückt. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung. Wertschätzung drückt sich in Zugewandtheit und Interesse aus. Machen wir doch mal die Probe aufs Exempel. Und wagen den Blick in die Runde. Sehen wir uns doch mal an, wer von den geladenen Politikern alles gekommen ist. Ohne dabei die Aufmerksamkeit und Wertschätzung derer schmälern zu wollen, die unter uns sind, die gekommen sind, denke ich, dass Sie mir recht geben, dass auch in diesem Bereich durchaus noch Potenzial nach oben da ist. Fragen wir uns, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn die Automobilindustrie oder der Bankenverband eingeladen hätte. Jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, weil da schaut mir der Dirk Pollert an, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der VBW, wo ich gerne mitarbeite. Ich sage nachher gerade schon im richtigen Kontext, es geht nicht gegen andere Branchen, es geht nur darum, dass wir auch ein bisschen dabei sein möchten. Lieber Dirk, sieh es mir nach. Schön, dass du bei uns bist. Im Übrigen, jetzt kommt der Bereich, den vertrittst du nicht. Im Übrigen, wenn ich immer wieder auf die Automobilindustrie und die Großbanken eingehe, bitte ich mich nicht falsch zu verstehen. Ich nicht und ich denke wir alle nicht, machen diesen beiden Branchen und auch keiner anderen einen Vorwurf dafür, dass sie versuchen, für ihre Interessen das Beste herauszuholen. Seien Sie versichert, dass ich und wir alle, und da bin ich überzeugt davon, alle sehr stolz darauf sind, auf eine insgesamt bayerische, starke bayerische Wirtschaft, die wir gerne in unseren Betrieben bewirten, mit denen wir gerne gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft für Bayern gestalten.